Das ist der ehrenwerte Ritter Franziskus von Rothenau, Schlächter der Unheiligen, Bewahrer der Schwachen, Streiter der Gerechten, Aufopferer der Kleinen, Vater aller Ungewollten, Verdauer des Bösen, Zermalmer des Unzermalmbaren, Empfehler der Empfehlenswerten und Abonnierer der Alriks. Also, abonniert uns und empfehlt uns weiter. War es der Prior? Es war der Abt! Es war der Abt! Es war der Abt! Am nächsten Morgen wurde der Ritter bestattet. Der Abt kam ins Spital und gab vor, nach Heinrich sehen zu wollen. Nur, ihr merkt, er redet sich so richtig in Rage. Nur Minuten zuvor hat Elias den Toten entdeckt. Ich bin nicht hinausgegangen, damit der Abt keinen Verdacht schöpft. Er hat angeordnet, den Toten umgehend mit all seiner Habe zu beerdigen und hat sogar das Ausheben des Grabes selbst überwacht. Noch vor mittags war alles vorbei. Der Ritter und alles, was er bei sich hatte, war in der Erde. Nun, Ulrich, beruhigt euch. Ihr habt gut daran getan, es diese Erkenntnis mit uns zu teilen und euch zu offenbaren. Ihr könnt eine Probe Forchen machen. Schwieriger Erfolg. Oh, extremer Erfolg. Ihr hört es halt beide, ne? Ich höre es extrem. Ihr hört ein Knarren vor der Tür. Dann ein lautes Keuchen und Schritte, die sich eilig entfernen. Ich raffe meine Röcke auf und sprinte hinterher. Du siehst gerade noch das Ende einer schwarzen Kutte, die Treppe hinunter verschwindet. Ich laufe ihm hinterher. Du bräuchtest eine Probe auf Geschicklichkeit. Ja. Normaler Erfolg. Du läufst der Gestalt nach, stehst auf der Treppe und hörst noch, wie schwere Schritte die Treppe hinabpoltern, dann einen Aufschrei, ein Stöhnen und als du auf der Treppe stehst, siehst du in der Gaststube, liegt der alte Mann mit dieser Raubvogelnase und dem mürrischen Blick, dem weißen Haar und er bemüht sich auf die Beine, hält sich den Rücken und du siehst schon, wie Gregor aus der Küche geeilt kommt und ihm hilft. Prior, was macht ihr denn hier? Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Und er hilft ihm auf. Ihr habt uns beobachtet. Mürrisch blickt er dich an. Also schön, jetzt hat es ohnehin keine Bedeutung mehr. Gregor, er zieht ihn an sich heran. Schließ die Tür und sperre sie um Gottes Willen ab. Gregor ist ziemlich perplex, aber tut dies. Es ist halt die zweithöchste Autorität im Kloster. Ihr seid der Prior. Warum beobachtet ihr und sagt, was hier los ist? Wisst ihr etwas davon, was hier vorgeht? Morde passieren in eurem Kloster und unten im Dorf gibt es Monster. Prior, ihr wisst doch sicher, ich habe euch gesucht. Ihr wisst doch sicher, dass das Ruhe! Der Teufel Ruhe! Ist. Jetzt redet nicht brauche ich jeden Einzelnen von euch. Ich rede mit euch, wie es mir passt, Bruder Lazarus. Und jetzt brauche ich jeden Einzelnen von euch, bevor es zu spät ist. In diesem Kloster geht der Teufel um. Sie ist es nicht. Es ist der Abt. Der Abt ist der Teufel. Der Abt zum Teufel besessen. Ich habe etwas in Erfahrung gebracht über das Flattern im Nebel, das Flötenspiel. Es ist alles nicht neu. So etwas ist alles schon einmal vorgekommen. Die Phantome. Was wisst ihr darüber, Lazarus? Ach, seid ruhig, Teufel. Der Brief. Junge! Er dreht sich zu Ulrich um und zieht ihn heran. Der Brief. Es ist unerlässlich, dass wir den Brief des Kreuzritters an uns bringen. Ich glaube, diese Phantomen kommen zurück. Und ich will wissen, warum der Abt wegen eines Briefes gemordet hat. Franziskus und Hans sind auf dem Weg zum Friedhof, um genau diesen... Sie wissen nichts vom Brief, aber sie wollen die Habe des Ritters bergen. Was? Lazarus, jetzt beruhigt euch. Sie wollen die Leiche ausgraben? Nun habt ihr eine andere Idee, wie man an den Brief kommen kann. Gut so. Es ist unerlässlich. Wir benötigen den Brief. Und wenn das bedeutet, dass wir eine Leiche exhumieren müssen, dann sei es so. Prior, ihr wart mein großes Vorbild und nun seid ihr auch vom Teufel besessen. Genug, Bruder Lazarus. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Teufel einen Brief, die Information, was hier vor sich geht,
vor uns versteckt, indem er sie zusammen mit einer Leiche beerdigt. Wir werden Gott um die Absolution bitten und dann werden wir nachsehen, was sich in der Habe des Kreuzritters befindet, warum der Abt sie unter der Erde wissen wollte. Und danach werden wir ihn wieder beerdigen, mit allem Segen und aller Würde, die er verdient. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass er für ein Verbrechen missbraucht wird. Aber wir können doch nicht solche Hurerei hier zulassen im Kloster. Das geht doch nicht. Ah, Lazarus, jetzt seid nicht so scheinheilig. Ehrenwerter Prior, ich weiß, ich bin hier nicht unbedingt willkommen, aber ich stehe zur Verfügung, was auch immer ich tun kann. Sag mir, wie ich helfen kann. Mit Hurerei, Bruder Lazarus, hat dieses Kloster, so traurig es ist, wahrlich eine lange Geschichte. Dort hinten sitzt die zweite Tochter des Abts. Also das zweite Kind des Abts. Das kleine Mädchen? Was? Wisst ihr auch etwas über die Zeichen, die die Kleine auf der Haut trägt? Oh ja, darüber weiß ich etwas. Ich weiß auch, wer sie angefertigt hat. Andres. Dieser Junge. Nein, es war Gutbrecht. Wer ist das nun schon wieder? Ein Mönch aus dem Skriptorium, ein Junge, der nicht von den Frauen lassen kann. Er ist hierher gekommen, weil er sich in Dinge verstrickt hat mit einer verheirateten Frau, vor die ihn nur das Kloster schützen konnte. Der Abt hat ihn aufgenommen, dieser Narr. Er verbringt seine Zeit damit. Womit? Anstößige Zeichnungen von aufreizenden Frauen anzufertigen und sie unter den Mönchen zu verteilen. Ist Fronika die Mutter gewesen? Ja. Gutbrecht hat sich mit Fronika eingelassen. Das konnte ich aus dem Jungen herauspressen. Doch, zu meiner Überraschung schien es ehrlich mit ihr zu meinen. Sie hat sich an ihn gewendet und ich fand das hier bei ihm. In seinem Quartier. Und er zieht einen Beutel aus seinem Habit, öffnet es und ihr seht, es ist eine lange Nadel und ein Schlagholz. Damit hat er sie unter die Haut gestochen in vielen, vielen Monaten Arbeit. Warum? Was hat er für einen Bezug zu diesem Kind? Er sagt, Fronika hat ihn gebeten, es zu tun, um das Kind zu schützen. Sie hegte wohl einen Verdacht. Ich weiß es nicht. Franziskus hat einen Brief bei der Leiche von Fronika gefunden und dort bestätigt sich dieser Verdacht. Sie scheint etwas geahnt zu haben und nach dem Ritter, der in Wahrheit ein Inquisitor ist, geschickt zu haben. Habt ihr den Brief? Wo ist der Brief? Nun, der Brief ist bei Hans. Hans? Der Verwalter des Ritters Franziskus. Dann gehen wir jetzt zu ihm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, nun, wenn wir ihnen entgegengehen, geht es sicherlich schneller, da habt ihr wohl recht. Aber, diese Phantom springt auf und eilt zur Tür hinaus. Lazarus, jetzt sagt, was wisst ihr über diese Phantome und warum und woher? Ich habe es rausgefunden durch Recherche. Bleibt ihr hier im... Nein, ich pack ihn an der Hand und zerre ihn mit nach draußen. Er zieht auch Ulrich mit, der Prior. Dann marschieren wir die Rampe runter. Dann eilt auch ihr in mittlerweile aufziehender Dämmerung die Rampe hinunter und einen schmalen Weg die Felder entlang Richtung des Friedhofes. Ihr beide, Franziskus von Rothenau und Hans, grabt. Klang. Schaufel um Schaufel entfernt ihr die Erde von dem frischen Grab, bis ihr auf festes Holz stoßt. Als der Deckel des Sarges freigelegt ist, bleibt euch nichts anderes übrig, als in das Loch zu steigen und den vernagelten Sarg aufzubrechen. Ihr habt gute zwei Meter tief gegraben und hüpft hinunter auf den soliden Sarg. Ich ziehe mein Schwert, breche mit meinem Schwert den Deckel auf. Ja, das funktioniert. Ich hätte nur gerne eine Stärkeprobe. Okay. 6, extrem Erfolg. Okay, geübt hebelst du mit dem Schwert einige Bretter hoch. Und sofort schlägt dir
geballte Verwesung entgegen. Dann hast du vor dir die toten Überreste Heinrichs aus Lothringen. Schwert und Kettenwams hat man achtlos in den Sarg geworfen. Zu Füßen des Ritters liegt ein lederner Beutel. Ich nehme den Beutel. Hans, wenn ich mal soweit bin, mich ordentlich anziehen. Und ich reiche den Beutel Hans hinauf. Wird notiert. Oh, ich durchsuche noch. Ich lege den Wams ein wenig zur Seite. Lege ein bisschen frei. Ist noch etwas in dem... Nein, du siehst, große Ehre hat man dem Ritter nicht zuteil werden lassen. Er wurde mehr oder weniger in den Sarg gestopft, einfach so wie er war. Der wurde nicht gewaschen, hergerichtet oder sonst irgendwas. Einfach nur reingestopft, alles drauf, zugenagelt und weg. So kommt es dir vor. Sieht sehr überhastet aus. Kettenwams und Schwert kannst du allerdings an dich nehmen, wenn du das möchtest. Nein, das ist eines Ritters heiligstes Gut. Das lasse ich. Kett raus, ja. Hans. Nun denn? Öffnet. Ja, du siehst im Beutel außer ein paar belanglose Habseligkeiten, die auch schon stark in Mitleidenschaft gezogen sind, einen Brief. Er ist abgegriffen, zerknittert. Das Siegel ist komplett einfach, also einfach nur eine Kerze Wachs draufgetropft, nicht mit einem Siegelring oder so bestätigt, sondern komplett einfach und es ist aufgebrochen. Hans. Ein Brief. Kein Wappen. Steht nichts oben auf dem Brief. Ist nein, kein Wappen. Ein langer Brief. An das Erzbistum von Mainz. Ich bin Ihnen, hoher Herr, vollkommen unbekannt und doch wage ich zu behaupten, dass von größter Wichtigkeit ist, was ich zu berichten habe. Ich gestehe eine Liebschaft mit Abt Gottfried, welcher die Oberhand im Benediktinerkloster Eschenburg tief in den Wäldern des Taunus führt. Diese Liebschaft war es, die mich Zeuge werden ließ an dem Pakt mit dem Teufel, den Gottfried seit Monaten zu schließen sucht. Er bekam Schriften in die Hände, welche keine sterbliche Seele schauen sollte. Ich spreche von der Abschrift des vierten Buches der sieben kryptischen Bücher von Husan, welche den hohen Herren ein Begriff sein dürften. Okay. Diese vierte Schrift beschäftigt sich mit einem Wesen, welches sich an den Wahn und dem Irrsinn labt, den es durch jene verbreitet, die es anbeten. Jener, der in vielen Masken aufzutreten vermag. Jener, der Chaos bringt. Jener, der ja, oder Totep genannt wird. Gottfried ist verloren. Zu tief hat er in den Lehren dieses Verführers geschaut. Er rief den Teufel in unsere Welt und er erschien in Gestalt eines Mannes, dessen Haut schwarz wie Ebenholz ist und dessen Füße in Hufen enden. Gottfried nahm von dem Wesen eine Flöte an, auf das die Diener des Njarlathotep fortan auch Gottfried zu Diensten seien. Dunkeldürre nannte er sie, Phantome mit Flügeln und vier Armen, so schwarz wie die Nacht und so stumm wie der Tod. Phronike. Ich glaube, der Abt ist gar kein Engel. Nein, dem bin ich mir sicher. Ich muss den Abt aufhalten. Das, was in diesem Brief steht, klingt eher so, als hätte sich der Abt mit etwas eingelassen, mit dem er sich nicht einlassen hätte sollen. Ja. Vielleicht hat es ihn getötet. Und ich bin hier, um ihn zu richten. Hans, wir sollten zurück. Ja. Schnell, schaufeln wir. Ach, vergiss es. Vergiss das. Ja, vergiss das, es. Das vergiss es. Hier ein paar Schaufeln müssen reichen. Ja, ein paar Schaufeln, das alles. Ich denke, das ist unser geringstes Problem. Diese geflügelten Bestien sind viel schlimmer als... Los, Hans, wir müssen zurück. Unsere Gefährten sind vielleicht in Gefahr. Ihr nehmt den Brief und macht euch auf den Rückweg. Während ihr beide, der Prior und Ulrich, an einer alten, heruntergekommenen Scheune vorbeikommt. Die Türe steht offen tatsächlich und daher merkt ihr halt den süßlichen Verwesungsgeruch, der davon drin herauskommt. Oh, was ist das nun schon wieder? Was seht ihr mich so an? Woher soll ich das wissen? Nun geht hinein und schaut nach. Ich gerenne.
Ja, du gehst rein und du siehst kaputte Karren, vor sich hin modernde, zerbrochene Holzstiele von Werkzeug und mitten in dem Gerümpel liegt eine verwesende Leiche. Ganz hinten, zusammengekauert, mit dem Rücken zu dir in dem schwarzen Habit, den du sehr gut kennst. Okay, kann ich mir ansehen, wer das ist. Du gehst hin und du siehst, dass auch der Prior neben dir geht und dann hörst du einen Aufschrei vom Prior. Heilige Maria, Mutter Gottes, wie ist das möglich? Und ihr seht die Leiche des Abts, fast bis zur Unkenntlichkeit verwest und von Ratten angefressen. Stabilitätsprobe. Genau geschafft, ganz genau geschafft. Neslin, das gilt auch für dich, denn auch du kriegst das mit, ne? Ach, ich dachte, ich bleib draußen und ich hab's auch genau geschafft. Auch du kriegst mit, das ist der Abt. Ja dann, 1W6 war's. 1W6, ja. Wer es geschafft hat, verliert 1W6. 6. Bei dir passt's ziemlich gut, denn du hattest ja, ein Techtelmechtel mit dem Abt. Oh ja. Du darfst eine Karte ziehen. Mal sehen, was es diesmal wird. Hysterischer Anfahrer. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, du gehst hinein und siehst Bruder Lazarus und den Prior über etwas gebeugt stehen. Beide schreien auf. Der Prior weicht zurück, schlägt das Kreuzzeichen. Du riechst natürlich den Verwesungsgeruch, gehst hin und siehst da die von Ratten angefressene, verwesende Leiche des Abtes. Und was du siehst vom Gesicht, ist halt ganz genau der Abt. Oh mein Gott. Das ist der Abt. Ulrich, schaut euch das an, das ist der Abt. Wie kann das sein? Ah, das ist ein großartiger Scherz. Was treibt ihr hier mit uns, Prior? Nicht der Prior treibt etwas mit dir, Hexe. Das geschieht dir recht. Du lebst dein Leben lang mit dem Teufel verbunden und nun warst du mit ihm im Bette. Ach, Bruder Lazarus, ihr wisst doch, ihr seid der einzige Teufel hier. Der hat man nichts im Vergleich zu euch, oder was auch immer das war. Ihr beide, Franziskus und Hans, ihr geht den Weg entlang und ihr hört komplett hysterisches Gelächter. Und ihr merkt, es kommt aus dieser Scheune. Und wenn ihr plötzlich im... Das ist Neslin. In der Tür der Scheune auftaucht, seht ihr, wie Lazarus, ein junger Mönch, der Prior, über der Leiche stehen, die auch ihr gefunden habt. Und Neslin steht am nächsten bei der Tür, weicht immer zurück, dreht sich im Kreis und lacht komplett hysterisch. Neslin, seit unserer ersten Nacht habt ihr nicht so gelacht. Oh, Franziskus! Ihr auch hier! Welch wundervolles Spektakel! Es wird immer farbenfroher hier! Schaut euch an! Ich zieh mein Schwert! Es ist der Abt, nur er ist tot! Aber mit wem war ich dann im Bett vorhin? Ja, gute Frage! Neslin! Brigida! Was für ein Teufel! Lazarus ist der einzige Teufel hier im Bett! Du kannst eine Probe auf Beruhigen machen, wenn du auf sie zugehst. Ja, bitte! Beruhigen. Ich habe sehr hohes Überreden. Wäre dann ein schwieriger Erfolg, wenn du es da zweckentfremdest. 22. Ja, ist ein schwieriger Erfolg. Okay. Du merkst halt, sie ist komplett hysterisch, nicht zurechnungsfähig. Also was sie da gesehen hat, hat den Verstand komplett ausgehebelt. Und du schaffst es, sie zu beruhigen und wieder runterzukommen. Also ja, der Anfall klingt ab. Brigida, mit wem war ich dann im Bett? Mit dem Teufel. Mit dem Teufel. Ihr seht, der Prior für euch, der Mann mit den weißen Haaren und dem Raubvogelblick, dreht sich zu euch um. Ihr wart beim Grab, hörte ich. Ihr habt uns beobachtet, als wir in die Grotte gingen. Ja, das hab ich. Was habt ihr gefunden? Neslin, sehr vertrauenswürdig? Oder ist das ein Lazarus? Was redet ihr da für einen Unsinn? Haltet ihr sie für mehr vertrauenswürdig als mich? Lazarus, jetzt seid still! Er ist vertrauenswürdig, er ist der Prior, er weiß, was hier vor sich geht, er hatte auch schon den Abtlänger im Verdacht, oder was auch immer der Abt nun ist. Wir haben diesen Brief gefunden. Prior, ich überlasse euch diesen Brief. Er nimmt ihn und liest ihn laut vor. An das Erzbistum Mainz.
Ich bin Ihnen, hoher Herr, vollkommen unbekannt. Und doch wage ich zu behaupten, dass von größter Wichtigkeit ist, was ich zu berichten habe. Ich gestehe eine Liebschaft mit Abt Gottfried, welcher die Oberhand im Benediktinerkloster Eschenburg tief in den Wäldern des Taunus führt. Diese Liebschaft war es, die mich Zeuge werden ließ an dem Pakt mit dem Teufel, den Gottfried seit Monaten zu schließen sucht. Er bekam Schriften in die Hände, welche keine sterbliche Seele schauen sollte. Ich spreche von der Abschrift des vierten Buches der sieben kryptischen Bücher von Hassan, welche den hohen Herren ein Begriff sein dürften. Diese vierte Schrift beschäftigt sich mit einem Wesen, welches sich an dem Wahn und dem Irrsinn labt, den es durch jene verbreitet, die es anbeten. Jener, der in vielen Masken aufzutreten vermag. Jener, der Chaos bringt. Jener, der Nyarlathotep genannt wird. Gottfried ist verloren. Zu tief hat er in die Lehren dieses Verführers geschaut. Er rief den Teufel in unsere Welt und er erschien in Gestalt eines Mannes, dessen Haut schwarz wie Ebenholz ist und dessen Füße in Hufen enden. Gottfried nahm von dem Wesen eine Flöte an, auf dass die Diener des Nyarlathotep fortan auch Gottfried zu Diensten seien. Dunkeldürre nannte er sie. Phantome mit Flügel und vier Armen, so schwarz wie die Nacht und so stumm wie der Tod. Als er endet, hört ihr Flötenspiel in der Dunkelheit, das der Wind hier an eure Ohren trägt. Auf zum Kloster, Viren! Ihr hetzt aus der Scheune den erdigen Weg über die Felder zurück zum Kloster und als ihr das tut, merkt ihr, wie die Welt in tiefem Schweigen versinkt. Ihr kommt zur Rampe und werdet mit schallendem Gelächter empfangen, genauso hysterisch, wie ihr es kurz zuvor von Nesslin gehört habt, in der Scheune. Und ihr seht, auf dem Dach der Basilika, tatsächlich auf dem Dach steht jemand. Irgendein Mönch in seiner schwarzen Kutte. Er ist nur schwer aufzumachen, aber er hüpft dort oben von einem Bein auf dem anderen, winkt und lacht hysterisch. Und mehrere aufgebrachte Mönche haben sich im Glockenturm versammelt und rufen ihm zu, versuchen offenbar ihren Bruder zu beruhigen und dazu zu bekommen, dass er hierher kommt. Zwischen den hysterischen Lachanfall hört ihr immer wieder, wie er schreit: Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab sie alle gesehen! Und dann seht ihr tatsächlich über ihm im Himmel riesige Schatten mit vier Armen und großen Schwingen. Noch einmal lacht der Mann in einem hysterischen Anfall auf und wird dann von etwas, das scheinbar direkt bei ihm war, vom Dach gezogen und in den Himmel getragen. Und jetzt erlischt auf einem Schlag alles Licht im Kloster. Alles Licht in Form von Kerzen, wie in einer Welle, erlischt. Und zum ersten Mal seht ihr den Schwarm an Kreaturen, der über dem Kloster in den Wolken kreist. Jetzt habe ich auch ein Bild, das ich euch zeigen kann. Oh nein. Oh nein. Ich möchte mich gerne irgendwo verstecken. Lauft, haucht der Prior. In die Basilika. Ich renne in die Herberge. Als ihr noch unentschlossen ein bisschen jeder in eine andere Richtung laufen will, geht die Tür der Herberge auf und das kleine Mädchen läuft hinaus. Ihr seht, wie sie komplett panisch Gregor hinter ihr herzieht und auf den Karren deutet, der da vor der Herberge steht. Dieser große, kutschenartige Karren. Und als ihr das tut und die beiden dastehen, seht ihr sofort, wie eine der Kreaturen sich aus dem Schwarm löst und direkt auf die beiden zuhält. Franziskus, zu klein! Ich renne hin mit aller Macht. Zieh mein Schwert. Mach doch eine Geschicklichkeitsprobe, ob du das in der Zeit schaffst. Extrem Erfolg. Okay. Du schaffst es, läufst hin, im Laufen ziehst du dein Schwert und positionierst dich beidbeinig mit beiden Händen am Knauf vor Gregor und dem Kind gerade rechtzeitig, also siehst, wie
dieses Vieh alle vier Arme und den Schwanz, an dem ein langer Stachel sitzt, auf dich richtet und so auf dich zuschnellt. Angriff! Durch diesen extremen Erfolg darfst du als erstes angreifen. Angriff mit dem Schwert! Schwieriger Erfolg. Du hast einen schwierigen Erfolg. Ja, du triffst halt voll. Okay. Das ist tatsächlich der Max-Damage überhaupt. 13. Okay, also das Vieh fliegt direkt auf dich zu, will mit den Armen nach dir greifen. Du bewegst dich schnell, legst all die Kraft deiner Schultern in den Schlag und er zerteilt es in der Mitte. Du siehst, wie die beiden Hälften dieser Kreatur zuckend neben dir zu liegen kommen. Man kann sie töten! Jetzt ist es Zeit für eine Stabilität. Ja, das dachte ich mir auch lange. Nicht geschafft. Ja, alle. Alle, okay. Nicht geschafft. Na, nicht geschafft. Geschafft. Sehe ich das oder ist es zu weit weg? du hast den Punkt. Ich würde dir tatsächlich einen Bonuswürfel auf die Stabilitätsprobe geben, denn es kann tatsächlich sein, dass du es einfach nicht siehst. 10. Dann hast du es geschafft. In dem Fall siehst du zwar irgendetwas, aber viel zu wenig, um es irgendwie zuzuordnen. Ehrlich. Was dürfen wir würfeln? Wenn 1W6 Punkte Stabilität verliert ihr. Die es nicht geschafft haben. Die es geschafft haben. Gott sei Dank, nicht die, schon wieder. Die es geschafft haben, nichts. Nicht schon wieder ein Anfall 1. von Wahnsinn, zum Glück. Du siehst, Gregor ist komplett perplex, sieht dich mit aufgerissenen Augen an und die Einzige, die sich am schnellsten gefasst hat, ist das Mädchen und sie nimmt Gregor und dich und zieht euch beide zu den Karren hin. Ich möchte da auch hinrennen. Sie steht vor den Karren und zeigt energisch auf dem Karren. Um euch herum seht ihr Männer gleichermaßen wie Hühner und Gänse komplett aufgebracht durcheinander laufen. Also diese riesigen Schatten, die stürzen immer wieder vom Himmel und picken sich tatsächlich Mönche. Immer wieder Mönche heraus und tragen die fort in den Himmel. Über all dem hört ihr jetzt aus einem obersten Zimmer des Klosters beim offenen Fenster hört ihr Flötenspiel und ihr seht dort auch eine großgewachsene Gestalt in einer glänzenden Kutte stehen, eine Flöte an dem Mund und er spielt. Der Prior sieht die Kleine natürlich auch und deutet auf den Karren. Wir müssen irgendetwas davor spannen. Hol das Pferd aus dem Stall. Ich renne zum Stall und hole das Schlachtross. Du läufst in den Stall und siehst auch, die Esel gehen komplett durch. Also es ist keins dieser Viecher da drin, aber die gehen komplett durch und schlagen gegen die Verschläge und versuchen das irgendwie aufzubrechen. Du merkst, die wollen hier raus. Das einzige Tier, das vollkommen ruhig da drin steht, ist das riesige Streitross. Ich gehe zum Streitross, das jetzt auch Gisela heißt. Ist das irgendwie angehalftert oder so? Nein, es ist in der Koje. Die Koje ist zu, ne? Aber hat das irgendein Zaumzeug wo ich es dran führen kann? Nein. Dann gucke ich, ob ich irgendein Zaumzeug finde, was... Findest du natürlich, ja. Dann nehme ich das und möchte es anzäumen und rausführen. Okay, hast du Reiten? Ja, Grundchance. Nein. Du nimmst zwar das Halfter und alles, was man braucht, das erkennst du, gehst hin und fummelst drumherum. Und du merkst aber, wie dich das Tier richtig ungeduldig zur Seite stößt. Also es ist viel zu groß, du bist komplett überfordert. Dann renne ich zur Tür und schreie raus, hat hier jemand Ahnung von Pferden? Ich vielleicht ein wenig. Hans, wirklich. Ich habe Gespannfahren 50. Ich habe Reiten 60. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich war auch mal Page. Du rennst in den Stall mit Reiten 60, musst du tatsächlich nicht würfeln. Du legst dem Tier das Halfter an und ihr seht, wie Franziskus dann das riesige Streitross herausführt. Ich halte mich sehr nah an Franziskus, weil der kann einen beschützen, wenn es darauf ankommt. Ich renne in die Basilika hinein zu dem Mönch mit der gänzenden schwarzen Kutte und versuche dort in das Zimmer zu gelangen, wo der drinnen ist und Flöte spielt.
Du läufst dahin, es kommen dir einige komplett aufgebrachte Brüder entgegen, die schreiend in alle Richtungen laufen und immer wieder stoßen auf diesem Weg solche Wesen herab und picken Mönche heraus. Um dem zu entgehen, bräuchtest du eine Geschicklichkeitsprobe. Eine ganz normale Geschicklichkeitsprobe. Geschafft. Du siehst noch rechtzeitig einen Schatten über dir, springst zur Seite, rollst dich weg und riesige Krallen kratzen sich in den Boden. Und du siehst, die sind auch genau die gleichen Spuren, die ihr in dem Dorf gesehen habt, wie eine Forke. Dann hüpfst du auf die Beine und bist in der schützenden Basilika. Auch dort laufen Mönche durcheinander, einige nach oben, wollen sich in Sicherheit bringen. Und über all dem dieses kakophonische Flötenspiel. Es ist in einem Zimmer der Basilika oben, du kennst dich aus, du weißt, wo das ist, läufst die Treppe hinauf, hast das Zimmer aufgemacht, ausgemacht und siehst, die Tür ist verschlossen. Ich versuche die Tür aufzubrechen. Mit einer Probe auf Stärke kannst du die Tür aufbrechen. Geschafft. Du gehst zurück, nimmst Anlauf, die Schulter bereit, läufst hin, es gibt ein Knacken, die Tür schlägt auf, schlägt in die Wand, du hörst das Krachen von Holz und am Fenster komplett ruhig steht der Abt, groß gewachsen, in glänzender schwarzer Kutte, die Kapuze spitz, fast bis zu den Hüften, Flöte spielend, und er dreht sich völlig ruhig zu dir um und spielt weiter. Ich versuche ihn anzugreifen und ihn die Flöte zu entreißen. Das wäre eine Probe auf Handgemenge. Wow, jetzt geht's aber. Extremer Erfolg. Ein extremer Erfolg. Okay, das bedeutet, du verursachst automatisch den höchstmöglichen Schaden. Oder das Manöver, das du machen möchtest, du kannst etwas beschreiben, gelingt dir. Ich versuche mich auf ihn zu stürzen, ihn zu Boden zu stürzen und ihm dabei die Flöte zu entreißen. Genauso wie du die Tür aufgebrochen hast, läufst du in ihm, rammst ihn mit der Schulter, er schlägt nach hinten auf die Steinmauer und lässt die Flöte dabei fallen. Du schaffst es nicht, ihn zu Boden zu ringen, dazu ist er zu groß, aber die Flöte, er hört auf zu spielen, die Flöte fällt auf den Boden und rollt über den Boden Richtung der Tür, also auch von ihm weg. Dann versuche ich die mit einem schnellen, gezielten Sprung zur Flöte zu hasten und die Flöte gleich vom Boden aufzuheben. Du siehst, auch er möchte nach der Flöte hasten. Du jetzt entscheidet eine Geschicklichkeitsprobe, wer es als erstes erreicht. Warte, du bekommst aber einen Bonuswürfel, weil du hier einfach in einer besseren Position bist. Du würfelst einfach den Bonuswürfel mit und das bessere Ergebnis nimmst du dann. Egal was es ist, die bessere. 48. Ist das ein regulärer Erfolg? Ja. Okay, hier werden Erfolgsgrade verglichen. 20. Ah, shit. Okay, das ist halt ein extremer Erfolg. Ne? Also mit beinahe übermenschlicher Geschwindigkeit duckt er sich unter dir durch und seine Finger schließen sich um die Flöte noch bevor du sie erreichst. Dann richtet er sich auf mit der Flöte in der Hand. Ihr wolltet den Teufel. Also sollt ihr ihn bekommen. Dann merkst du, wie sich seine Gestalt ändert. Die Kutte bleibt, aber unter der Kutte wird er, seine Haut wird schwarz, seine Fingernägel werden zu Klauen und seine Füße werden zu Hufen. Alles, was ich je wollte, war, den Teufel von dir fernzuhalten, und ich werde bis zum Tod dafür kämpfen, dass dies passiert. Ich stürze mich abermals auf ihn, versuche ihm wieder die Flöte wirklich zu entreißen. Ja, er hält die Flöte mit einer Hand und die andere Hand ist eine Klaue. Und du merkst, er ist bereit, dir entgegenzutreten. Ich versuche ihn nicht wirklich körperlich anzugreifen, sondern ich versuche halt geschickt irgendwie an die Flöte zu kommen. Es ist halt trotzdem eine Probe auf Handgemenge. Du müsstest das halt wieder schaffen. Kein Glück, es ist ein Angriff. Nö. Nicht geschafft. Nö. Okay. Er greift dich an. Eine 19. Er greift dich an, seine Finger schnellen vor und die Krallen erwischen dich. Das wären 4 Punkte Schaden. Du kannst jetzt entscheiden, ob du eben ausweichst
oder ob du einen Gegenschlag machst. Da bräuchtest du, das bedeutet, dass du Schaden verursachen kannst, da bräuchtest du aber einen extremen Erfolg. Bei Ausweichen bräuchtest du einen schwierigen Erfolg. Das ist beides unmöglich. Ja, schwierig, nicht unmöglich. Naja, ich versuche auszuweichen. Na, nix. Du bekommst 4 Punkte Schaden und die Krallen reißen deine Kutte und das Fleisch darunter auf. Ich schrei ganz, ganz, ganz laut auf, so laut ich nur kann, und hoffe, dass das irgendjemand hört da draußen. Und versuche, erkennend, dass ich das alleine nicht schaffe, hier mal aus der Tür raus zu rennen. Da bräuchtest du eine Geschicklichkeitsprobe. Ja. Das ist wieder eine vergleichende Probe von Erfolgsgrad. Ja, geschafft. Mit welchem Erfolgsgrad? Normal. Okay, du läufst zur Tür und du merkst halt, wie dich diese feste Krallenhand an der Schulter packt, zurück ins Zimmer zieht und dann steht er breitbeinig zwischen der Tür und dir. Okay. Hinter dir ist das Fenster. Ach ja. Schön. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als klettern. Na, klettern bringt da nichts. Kann man vom Fenster aus aufs Dach? Hat eigentlich irgendwer meinen Schrei in der Zwischenzeit wahrgenommen? Ja, du hörst halt, es schreien alle gerade. Tjo, gut. Dann, ja? Ja? Was jetzt? Vielleicht steht auch ein Strohkarren unterm Fenster. Vielleicht sollte man sich das mal angucken. Ich hüpfe einfach aus dem Fenster. Gut Glück. Okay, du läufst zurück und hüpfst aus dem Fenster. In der Tat, mach bitte einen Glückswurf. Der war gut. Tja, das war ein schönes Abenteuer. Ja. Oh. Hast du es geschafft? 91. Okay, gut. Du hüpfst einfach aufs Geratewohl aus dem Fenster. Unter dir ist der harte Lehmboden des Klosters und der kommt dir halt erbarmungslos nahe und du nimmst 1W6 Punkte Schaden. Jo, das war's für mich. Minus 3. Du bist auf -3 Lebenspunkte? Ja. Und er hat dann ist... Was? Er hat noch eine schwere Wunde. Oh, die hat er nicht behandeln lassen. Trotzdem versuche ich heroisch in meinem Fall zu schreien. Der Abt, krallt euch den Abt da oben! Patsch! Ihr hört einen Schrei, der Abt, krallt euch den Abt! Und dann seht ihr, wie eine Gestalt in schwarzer Kutte aus einem Fenster der Basilika springt. Und das nächste, das ihr hört, ist ein schauriges Knacken. Oh. Und die Gestalt bleibt regungslos liegen, mit gebrochenem Genick. Amen. Dann steht ihr da jetzt mit dem Pferd. Ich spanne das Pferd vor dem Karren. Du machst, bindest das Pferd vorne an den Karren, es wiehert und schnauft, aber du merkst, es ging eher wütender als ängstlich, so als wäre es die Situation gewohnt. Bevor du es anbindest, schlägt es mit deinen Hinterbeinen aus und trifft eine der Kreaturen, die sich zu nah an euch herangewagt hat. Dann ist es von den Wagen gebunden. Alle Mann rauf! Wo ist Lazarus? Er ist aus dem Fenster gesprungen. Was? Das war er? Ja, es hat nach ihm geklungen. Holt den Abt, hat er gesagt. Warum tut er denn sowas? Sind wir alle bereit? Wir müssen abhauen. Das Mädchen ist auf dem Ja, Karren. Das Mädchen ist auf dem Karren, Gregor ist auf dem Karren, der Prior ist auf dem Karren, der junge Ulrich ist auf dem Karren. Gregor, könnt ihr den Karren führen? Vielleicht. Hans, pass auf Neslin auf. Ich gehe in die Basilika. Ich zucke meinen Dolch. Was? Du hörst, wie der Prior hinter dir schreit, los! Und Franziskus geht in die Basilika. Während Gregor, du hast halt gespannt, du siehst, er ist überfordert und weiß nicht so wirklich, was er tut, dem Pferd die Zügel gibt und das Pferd prescht los. Alle klammern sich an den Karren, der komplett überfüllt ist, fest und das Pferd prescht halt viel zu schnell los, die Rampe hinunter und über die Felder, während Franziskus das Schwert in der Hand durch
die herumschwirrenden Phantome und zwischen die schreienden Mönche hindurch in die Basilika schreitet. Die Basilika ist mittlerweile fast leer. Fast leer. Als du hineingehst, siehst du vorne die Treppe herunterkommen und gerade vorne beim Altar ankommen einen hochgewachsenen Mann. Seine Kutte ist zerrissen, er trägt noch die Kutte des Abts, er ist schwarz wie Ebenholz. Seine Zähne sind spitz und scharf, seine Hände sind Klauen und seine Beine enden in Hufen. Naja, ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass es der Teufel ist. Während er geht, spielt er wieder Flöte. Muss ich eine Stabilitätsprobe üben? Wäre schon angebracht. Ja, du hast einen Engel erwartet. Geschafft. Du hast es geschafft und stehst breitbeinig mit deinem Schwert vor dem Angesicht des Teufels. Was tust du? Ich attackiere ihn. Wortlos, ich renne auf ihn zu. Er ist der Teufel. Okay, du kannst einen Angriff würfeln. 91! Oh. Du läufst auf ihn zu, holst mit deinem Schwert aus und als wärst du ein Knappe, der erst zu üben beginnt, dreht er sich weg und beginnt, er hört nicht mal auf zu spielen. Attackiert er mich irgendwie? Nein, er spielt weiter. Sind irgendwelche Kreaturen hier in diesem? Nein, nicht hier drin. Sehr gut. Und ich mache noch eine Attacke. Okay. Weiche, Satan! Normaler Erfolg. Er weicht aus. Ein weiteres Mal weicht er aus und jetzt lässt er die Flöte sinken. Du oder ich, Teufel, du oder ich. Du kannst wieder angreifen. Normaler Erfolg. Du triffst ihn. Wirklich? Ja. 7 und 1 ist 8. 8 Punkte. Du siehst, er möchte sich wegducken, doch diesmal bist du schneller. Du hast einen guten Stand, du kannst all dein Können ausnutzen und ziehst ihm das Schwert direkt über die Brust. Die Kutte zerreißt und er hat eine lange, blutige Wunde über die komplette Brust. Dann dreht er sich zu dir. Ich habe schon einen Ritter beseitigt. Ich werde euch dich beseitigen. Das war der letzte Ritter für euch. Und dann greift er dich an. Mit einer 19. Du siehst, er hüpft dich an. Mit beiden Krallen erhoben. Wenn du ausweichen möchtest, brauchst du einen extremen Erfolg. Ein Gegenschlag ist nicht möglich, nur mit einer 1. Ja, dann pariere ich. Ich versuche zu parieren. 83, nicht einmal normal geschafft. 7 Punkte Schaden. Habe ich 5 und eine schwere Wunde. Du siehst halt, so wie er da steht, auch du hast ihm eine schwere Wunde verpasst. Auge um Auge, Satan. Normal geschafft. 16. Er weicht aus und greift dich seinerseits an mit einem normalen Erfolg, regulärer Erfolg. Normaler Erfolg. Es gibt ein Aufblitzen, ein metallisches Geräusch und die Klauen, die sich in deinen Hals gegraben hätten, scharren nun an der Breitseite deines Schwertes entlang und du siehst ein paar Funken aufsprühen. 93. Wieso wirklich so schlecht? Er trifft dich. Es ist wieder ein regulärer Erfolg. Parade. Normal. Ich brauche nur einen normalen Erfolg. Du brauchst nur einen regulären Erfolg. Ja, und wieder parierst du. Und ihr löst euch voneinander, umkreist euch. Eher animalisch. Du hörst das Klackern der Hufe in dem Marmor der Kirche. Yes! Extremer Erfolg. Er springt auf dich zu, seine Klauen direkt auf seinen Hals gerichtet. Du drehst dich genau in dem rechten Moment weg, ziehst dein Schwert nach oben und fühlst Widerstand, schweren, heftigen Widerstand. Du ziehst es durch, etwas Blut spritzt dir ins Gesicht und als du dich umdrehst, siehst du, dass sein Kopf vom Körper getrennt ist und über den Marmorboden kullert.
Im gleichen Moment siehst du Rauch aufsteigen. Die komplette Leiche beginnt zu rauchen, du riechst Schwefel. Beginnt sich in diesem Rauch aufzulösen und vor dir siehst du eine riesige Gestalt. Wie der Mann mit den Hufen, nur viel, viel größer, mit riesigen Flügeln, aber durchscheinend. Krallen so lang wie dein Schwert und du hörst eine Stimme. Diesmal gewinnst du, Sterblicher. Und dann löst sich die Gestalt auf und scheint irgendwie gen Himmel zu gehen. Ihr prescht über die Rampe hinunter, über die Felder und du siehst mit deinen Fertigkeiten in Gespann fahren, ihr werdet eine Bruchlandung erleiden. Ihr seid kurz davor, dass es euch einfach überschlägt. Gregor weiß nicht, was er tut. Kann ich eingreifen? Kannst du, ja. Dann mache ich das mit Gespann fahren. 12, ein schwieriger Erfolg. Du stößt Gregor zur Seite, er fällt nach hinten, übernimmst die Zügel und gerade noch rechtzeitig richtest du den Karren aus, sodass ihr wieder auf dem Weg, ungefähr auf dem Weg seid. Es ist halt, es ist ein Weg voller Erde, voller Schlaglöcher neben euch, überall die abgeerdeten Felder. Es ist dunkel und ihr prescht Richtung des Waldes. Und jetzt, das erste Mal, schreit das Mädchen und zeigt in den Himmel. Und ihr seht, wie zwei dieser Phantome sich von dem Schwarm lösen und direkt auf euren Karren zuhalten und Neslin packen wollen. Ich möchte ausweichen. Genau geschafft. Okay. Ganz genau. Oh mein Gott, so spannend. Klauen graben sich dort in das Holz, wo noch kurz zuvor dein Handgelenk war und hinterlassen tiefe Furchen. Kann ich mal einen Dolch ziehen und in diese Kralle reinstechen? Wenn du eine Stabilitätsprobe zuerst schaffst, ja. Okay, let's see. Nein, 98. 98? Oh, keine. Okay. Du hast vorher schon Stabilität beim Anblick der Wesen verloren, deswegen verlierst du jetzt nichts mehr, aber du bist einfach nicht so tough, dass du daran in dieser Situation okay. denkst. Du vergräbst dich ganz hinten in dem Karren und hoffst, dass es dich nicht sieht. Gregor, komm nach vorne. Ihr müsst mir sagen, wo ich hin muss. Neslin, du siehst, wie das zweite dieser Phantome direkt auf Hans zuhält. Brigida, duck dich! Du siehst nach hinten und siehst einen riesigen Schatten, über die ihr hörst Flügelschläge und etwas will dich packen. Stabilitätsprobe? Ausweichen? Ausweichen, ja. 51, nicht geschafft. Du siehst, wie sich zwei starke Arme in Brigidas Schulter graben und sie vom Kutschbock heben wollen. Du bräuchtest entweder eine Probe auf Geschicklichkeit, um dich zu entwinden, oder auf Stärke, um dich wegzureißen und noch zu halten. Geschicklichkeit. Und 2 Punkte nicht geschafft. Und 2 Punkte nicht geschafft. Ja, du möchtest dich wegdrehen. Du schaffst eine dieser Hände zu lösen, aber die andere hat dich. Und du merkst, wie sie dich wegzieht. Immer mehr. Kann ich dazu springen und jetzt ich würde sagen, mit dem Dolch? So knapp verpasst, du kannst jetzt dazu springen, ja. Okay, dann möchte ich gerne von hinten auf das Ding springen und ihm meinen Dolch irgendwo. Nein, tue ich nicht. Du siehst, wie Neslin auf das Ding zuspringt, aber es in der Dunkelheit einfach nicht erreicht. Dann merkst du, wie das kleine Mädchen sich auf das Ding zubewegt und es einfach nur packt und sofort, schlagartig lässt es los und als würde es von irgendetwas Unsichtbaren geschlagen werden, wird es zurückgestoßen und fängt sich ein paar Meter über den Karren wieder im Himmel. Jetzt hätte ich gerne noch mal eine Probe auf Gespann fahren, ob ihr da entkommt. Ihr seid gerade im Begriff, den Wald zu erreichen. Wenn ich 14 Glück ausgebe, ja. Du schaffst es. Es gibt einen kleinen Sprung, als du den Karren über eine kleine Erdschanze lenkst. Das Pferd schnaubt wütend und ihr erreicht die ersten Bäume und prescht durch das Dunkel des Waldes. Und du siehst, die engen Bäume, der Wald hält die Wesen davon ab, euch direkt zu folgen. Was tust du, Franziskus? Ich verschnaufe kurz.
halte nach Ausschau, ob irgendwelche solche Kreaturen in die Basilika hineinkommen wollen. In der Basilika siehst du nichts, nein. Dann nehme ich die Flöte und zerbrich sie. Als du die Flöte zerbrichst, siehst du schlagartig, wie alle Lichter in der Basilika wieder aufflammen. Alles, das vorher gedämpft war, ausgegangen ist, schlagartig, zack, ist es wieder da. Hexenwerk. Ich sehe hinaus. Und diese unheimliche Stille scheint sich gelöst zu haben. Du gehst hinaus und siehst nichts, außer einige sehr wenige Mönche, die irgendwo Schutz gesucht haben, sich irgendwo drunter verkrochen haben, sich in den Häusern verkrochen haben, Vieh, das draußen schnatternd herumläuft, aber der Himmel ist frei und schwarz. Yes! Dann renne ich die Rampe hinunter und sehe, ob ich meine Gefährten... Naja, sehen kann ich sie nicht, sie sind mit Holla de Rio. Du läufst die Rampe hinunter, es ist komplett dunkel, du siehst nichts. Du kannst einfach auch nur den Weg weiterlaufen, ja, vom Kloster weg. Ja, genau, ja, mach ich. Gut. Längst habt ihr die Orientierung verloren auf eurem Karren. Nur das Pferd scheint den Weg noch zu finden. Dann enden die Bäume und euer Pfad verlangsamt sich. Es beginnt zu schneien, als sich der Talkessel vor euch öffnet und ihr das Dorf seht. Die Teufel weit hinter euch. Ihr hört noch, wie sich der Prior bekreuzigt. Wir sind entkommen. Und als ihr dort steht und Rast macht, kommt irgendwann Franziskus. Zerschlagen, sein Schwert hinter sich her, zerrend durch die dunklen Bäume. Hans! Herr, ihr lebt! Franziskus, ihr habt es geschafft! Seid ihr angegriffen worden? Ja, aber es ist nichts passiert. Was ist... Ich habe den Teufel besiegt. Oh mein Gott, ihr seid verletzt. Geht es euch gut? Ich brauche einen Heiler. Das ist dem Kind nicht passiert. Nein, hier sind alle in Ordnung. Sehr gut, wir haben es geschafft. Dann versammelt, wie ihr jetzt seid, beginnt ihr den Abstieg hinunter ins Dorf, wo Häuser sind mit Lebensmitteln, wo ihr euch versorgen könnt, wo ihr Wunden verbinden könnt und wo wir unser Abenteuer beenden können. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es fast alle überlebt. Bruder Lazarus hatte halt leider nicht die körperlichen Mittel oder die Waffe, um den Kampf zu schaffen. Aber ich wollte nicht weglaufen. Aber er hatte den Willen. Und den Mut. Ja. Willen und den Mut, ja, das stimmt. Wenn euch das Abenteuer gefallen hat, ihr wisst ja, schreibt Kommentare, gebt uns einen Daumen hoch und vor allem empfehlt uns weiter. Das ist das, was uns wirklich am meisten hilft. Wenn ihr uns weiter noch unterstützen wollt, findet ihr unter jedem unserer Videos den Link zu Patreon oder zu Tipeee Stream. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis bald.